Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 713 und wir heute stehen auch schon vor dem ersten Mod, wie auch immer ihr wollt. Ich gehe mal so ein Stückchen zurück, dann seht ihr es auch schon. Das hier sind Hallen, sagt ihr jetzt? Nein, das hier sind Silos und zwar tatsächlich zum Verdichten und allem drum und dran. Ich mache die Hilfe hier mal an, gehe erstmal ein Stück da dichter ran und dann seht ihr hier nichts. Aber hier soll man eigentlich das verdichten können. Ich weiß jetzt nur nicht, warum ich jetzt die Anzeige nicht sehe. Also es ist in der Beschreibung auf jeden Fall so drin. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, muss ich zugestehen. Doch, hier steht's. Füllstand. Ne? Häcksel gut allen drum und dran. Man muss nur in der richtigen Position stehen, anscheinend das zu sehen. Und hier geht es wahrscheinlich nicht, weil ich in den Boden nicht ganz angeglichen habe. Aber ihr seht, also es funktioniert normalerweise für alle Buchten. Wenn man an der richtigen Stelle steht und nicht gerade irgendwie Blödsinn gemacht hat mit dem Boden, so wie ich. Ja, aber was steht hier nämlich? Hier steht eine ein Zwei Bucht, eine Dreibucht, eine Dreibucht in Breit und eine Vierbucht-Variante. Das heißt, ihr könnt tatsächlich auch verschiedene Sachen gleichzeitig verdichten. So einfach ist das Ganze dann. Ne? Warum auch immer das jetzt hier nicht angezeigt wurde. Aber wie gesagt, so funktioniert es. Und ich habe es auch gerade ja gesehen, die Anzeige war ja auch kurz da. Wir gucken einmal kurz, wenn wir das Ganze platzieren, steht es nämlich auch unter Silos, ganz am Ende, da sind die Jungs. Da seht ihr Fahrsilo, 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 ne? Und da seht ihr auch immer die Bezeichnungen, was es sind, wie es sind und warum sie sind. Und dann geht's los, ne? Und dann könnt ihr den Spaß dementsprechend einfach hier stellen. Wie gesagt, es sind große Teile, aber wir wollen natürlich hier auch was unterbringen da drin. Und das könnt ihr halt dann auch, ne? Schön mit den Beleuchtungen dementsprechend hier an der Seite und sowas auch dran. Das heißt, ne, dass es auch ein bisschen witterungsgeschützt ist. So, ja, das war schon die erste Mod. So fix geht's. Wir kommen zur zweiten Mod. Das hier ist mehr eine Umskin. Und das merkt man mehr als deutlich, weil ihr seht hier zwar Querneland 8460 hier stehen. Da habe ich schon mal die Lücke vergessen zwischen Querneland und der 8460. Und es ist auch mit einem kleinen Glas-Schildchen zu sehen. Und ihr findet das auch unter Glas dementsprechend dann in der Mod-Auswahl, wenn ihr es sucht, ne? Eine Class Vento 60, glaube ich, steht das drunter. Wenn ihr natürlich einen Vento 60 schon habt, habt ihr davon zwei stehen. Sollte normalerweise der zweite in der Reihe, sollte dieser hier denn sein. Das ist dann halt ein Querneland-Umskin. Ne? Mehr ist es in dem Sinne nicht. Ich zeige euch trotzdem mal, wie er funktioniert. Und das sollte er eigentlich. So, wir haben das Ganze angemacht. Ich habe das Ganze auseinandergefaltet. Da seht ihr es. Also wer lieber davon eine Querneland-Variante statt eine Class-Variante hat, der hat hier natürlich genau das Richtige, außer gar nicht was ausgefällt. So, an, runter. Den kann man hier losfahren. Ganz zufällig habe ich hier so ein bisschen was liegen. Ne, da seht ihr selber, das kann ich dann hier. So, ich höre hier mal schon auf. Fahre ein Stück zurück. Dann machen wir das Ganze nochmal aus. Dann seht ihr es hier nämlich auch. Ja, also wie gesagt, ne, die Umskinnung, die farbliche Neugebung, das ist dementsprechend alles okay. Ne, da seht ihr Querneland Tarub 8460 dran stehen. Ist sonst eine Glas-Variante halt. Ne? Und hier seht ihr dann da auch, dass er aus dem Gras dann das freundliche Heu gemacht hat. Das ist nun der ganze Trick. Ne? Also mehr Zauberei ist da gar nicht bei, sozusagen. So, dann würde ich sagen, hüpfen wir mal hier eine Runde hin und sehen hier nochmal eine klassische Variante. Ja? Nämlich hier seht ihr Old Gamma 18 heißt das gute Stück. Schön, da kann man so schlecht lesen. Ich glaube auch irgendwie beschissen, aber ist eine andere Geschichte. Ne, da seht ihr es. OLT steht auch dementsprechend dran, altes Typenschild dran. Das ist eine schöne alte Seemaschine. Ihr seht das komplett, ne? Geschlossen. Da ist der Metalldeckel. Ich glaube nicht, dass man den abnehmen kann. Ne, kann man hier in dem Fall auch nicht. Ist für die normalen Sachen da. Ne, ich zeige euch den Querneland auch mal kurz, damit ihr seht, wie es denn hier aussieht. Und dann gucken wir uns auch mal den gleich an. Da seht ihr es, ne? Glas-Schild, Glas-Bild, ja, ne? Also, ne? Da oben steht auch noch Glas, ja, ne? Was soll ich sagen? Man kann die Stützpunkte noch einstellen. Ist halt einfach nur, wer gerne das in der anderen Form geskinnt haben möchte. Ne? Ich zeige sowas sonst eigentlich nicht, aber naja, hier ist es dann mal eine andere Möglichkeit. Und da habt ihr auch mal gesehen, ja, das gibt es immer noch. So, dann haben wir jetzt die Seemaschine hier am Start. Da gehen wir nach Seetechnik, ganz ans Ende. Da haben wir hier nicht mal ein Bild. Aber hier sehen wir sie. Und das ist auch alles, was zu sehen ist. Wir haben hier 100 Liter Inhalt, 300 Kilo wiegt das gute Stück. Ihr braucht nur 10 PS. Ne? Also ist dementsprechend sehr sparsam und kostet auch nur 800. Also das ist schon für die kleinste Variante zu kriegen, sozusagen. Also für die
für den kleinsten Bauer zu bezahlen, hätte ich fast gesagt, um es mal so auszudrücken. Wir machen jetzt hier einfach mal den Helfer an und dann seht ihr, irgendwas blockiert hier die Helferfunktion. Deswegen nicht so viele Chancen damit. Wir können das natürlich jetzt runtersetzen. Ich habe das jetzt hier nicht gefüllt. Wir würden jetzt hier losfahren und dann würden halt die Texturen passend kommen dann halt, ne? In dem Fall passiert hier so irgendwie gar nichts. Aber wie gesagt, Grundfunktion dementsprechend sonst da, ne? Aber wie gesagt, ja. Irgendeiner blockiert den Helfer. Ich weiß nicht genau, welcher von den Varianten das ist. Müsst ihr denn gucken, was davon denn nicht läuft. Ich habe es jetzt einzeln nicht extra angetestet, muss ich zugestehen. Ne? So, ja, damit haben wir 1, 2, 3 Mods hinter uns. Da fehlt noch eine und die habe ich versteckt, genau, und mich ja vorne in den Mais gestellt. Da laufen mich hin, mich eine der sehr schönen Maschinen von der Grundidee her. Finde ich nämlich sehr gut. Das ist nämlich die Big X, hier in dem Sinne den Big X 1180 Cargo-Variante. Nämlich mit dem guten Stück hier hinten dran, mit den ganzen Drehmechanismen, den ganzen Drum und Dran. Das Schneidwerk hier vorne ist nicht mit dabei in der Mod. Das ist halt das Originale, was im Spiel drin ist, das normale Collect. Das Gerät an sich hier, das funktioniert schon mal lichttechnisch, hier seht ihr einwandfrei. Ne? Sämtliche Lichter an, auch hier hinten sind sämtliche Lichter an. Wir werden das Ganze mal, ich habe das jetzt vorne das Häckselwerk schon ausgeklappt. Wir werden jetzt mal die gute Maschinerie hier hinten ausklappen, weil das ist ja das beeindruckend Schöne an dem Ganzen. So muss man es sehen. Und da geht der ganze Spaß raus und dann ergibt sich natürlich dann automatisch hier die Möglichkeit, wo das Ganze reingebracht wird und hier automatisch die Überladefunktion dementsprechend dann, wenn wir es denn überladen wollen. Ne? Also wenn ich jetzt sage hier, gutwillig, aber es ist nichts drin, deswegen macht er nichts. Wir können Silagemittel ausfüllen, das gab es bei der vorigen Version so auch nicht. Und das ist es dann im Prinzip hier. Ne? Ihr seht selber, Kabine oben, unten. Können wir mal gucken, was das ist. Ne? Da könnt ihr die Kabine hochfahren. Ne? Und mit G und H könnt ihr sie rotieren sozusagen. Ich kann das mit B anschalten, das Ganze. Ne? Und dann würde ich jetzt hier gleich losfahren und dann sehen wir das Ganze auch. Ich könnte den Lenkmodus noch ändern. Aber ich fahre jetzt einfach mal los. Und da seht ihr, er haut hier schön das gute Zeug durch und füllt es. Und wir sehen auch da, Häckselgut, ne, 3%. So sind wir drin. Die Besonderheit bei der Version hier ist, dass wir hier auch Überkapazitäten fahren könnten. Das ist natürlich immer so eine Geschichte für sich und nicht jeder mag es, ne, aber da müsst ihr dann einmal gucken, was ihr draus machen wollt. So muss man es denn ja eher sehen. Ne, ich fahre ihn jetzt hier, so, mach das hier mal wieder hoch, fahre mal ein bisschen hin, könnt ihr ja schon ahnen, dass es für ein freundliches Schlussbild sein wird. Ne? Wie gesagt, von innen dementsprechend hier, wenn wir hier Licht anmachen, passiert so nichts. Wenn ich den Motor anmache, dann seht ihr schön, geht hier Displaypart an und wir haben hier auch da ein Lichtkontrolllämpchen, was angeht, dass auch Licht, was mit passiert ist. Und auch hier im Stick geht ein bisschen Licht an, glaube ich. Ne? Auch hier oben. Innenbeleuchtung geht an, Beleuchtungsanzeige hier oben geht an und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt darauf achtet, es gehen auch die kleinen Zusatzlämpchen daneben an, welches Licht ich gerade angeschaltet habe. Also auch das sehr, sehr schön gemacht. Wir machen den mal wieder aus, wir machen den hier mal wieder aus, wir steigen mal aus und dann seht ihr selber, ja, so sieht die ganze Pracht aus. Also ein sehr, sehr schönes System, finde ich sehr gut, mag ich sehr gerne und wir gucken auch gleich mal, hier ist unter Feldhexer komplett untergebracht, da seht ihr es. 515.000 ist natürlich gegenüber der Normalvariante dann echtes Schnäppchen, kann man nicht anders sagen. Und fast normalerweise hier 60.000 Liter. Ihr könnt daraus auch 80 machen, das ist vielleicht noch akzeptabel. Ne? Realismusmäßig gehen wir mit 100.000 und 500.000 und 600.000 so langsam denn aus der Bahn. Ne? Also wie gesagt, aber wenn ihr sagt, größeres Feld, ja, okay, Realismus hin und her. So oft fahren habe ich keine Zeit zu. Ne? Und ich habe jetzt hier einen LKW, der es abholt und der hat 100.000 Liter. Dann, ne, ja, wie man möchte. Also ihr müsst selber wissen, was ihr draus macht, aber es ist es halt. Wir können hier die Reifen hier noch auf Breitreifen machen. Ne? Vorne auch noch die Varianten ändern. Wir können komplett Zwillingsbereifung machen. Was ich sonst auch noch nicht gesehen hatte, hinten hier den Cargo-Part mit Zwilling. Das hat natürlich schon was. Ne? Ist natürlich schon ein schönes Teil, kann ich auch sagen. Bezahlen wir auch einen Groschen für. Aber wie gesagt, so gehört das dann halt. Ihr bezahlt die Kapazität übrigens dann auch ganz ordentlich. Jetzt selber bis zu 60.000 Aufpreis kostet dann, wenn ihr sagt, das muss nicht unbedingt so realistisch sein. Ne? Also, wie gesagt, sehr schöne Sache.
Sehr schönes Gerät. Ich stelle es hier auch mal sehr schön mittig hin. Und dann ahnt ihr es, genau, wir sind am Ende der Geschichte für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.